So, 70.000 können wir jetzt wieder irgendwo reinpfeffern. Leben vielleicht? Oder Armor? Wir könnten Armor mal alles reinpfeffern. Ja, so viel auch nicht. Also maximal kriegen wir es auf jeden Fall nicht im Ansatz. Das kostet dann am Ende auch extrem viel, die Sachen. Aber ihr seht, wir sind schon nahezu dabei, den Baum zu maximieren. Das ist schon mal ein ganz gutes Gefühl. Nehmen wir nochmal Leben? Oder ne, Equip ist nicht so gut. Nehmen wir Leben. Und 1700 können wir dann noch endlich mal hier in sowas, in so ein Schwert packen. Genau. Irgendwie war da jetzt. Oh, ich hasse das, wenn man sein Headset abnimmt. Und mein Headset drückt immer so auf die Ohren. Und wenn ich das dann abnehme, so kurz, um was zu hören oder so. Oh, dann knacksen meine Ohren immer so. Das ist ein richtig ekliges Gefühl. Ich müsste auch gleich mal wieder aufhören eigentlich, sonst tun mir meine Ohren wieder so unfassbar weh. Weil, ja, die Session hier ist jetzt halt schon ein bisschen geprägt davon, dass wir einfach nur zurechtkommen mal wieder. Aber das ist. Mein Gott, was mache ich denn hier? Wenn ich so spiele, ist es auch kein Wunder. Schon wieder auf 617 von 800 Leben runter. Das ist. Ich weiß nicht, warum das mit dem Hokage besser klappt, aber irgendwie fühle ich mich da wohler. Vielleicht auch weniger Geschwindigkeit. So, jetzt immer schön nach oben, direkt ins Maya vorpreschen und dann passt das auch. Ah ja. Sehr gut. Klappt auf jeden Fall schon mal wunderbar, hier ohne Treffer durchzukommen. Merkt man, ja, klappt super. Oh mein Gott. Zu schlechtes Gameplay. Zu schlechtes Gameplay. Oh mein Gott. Ja, egal. In jedem Falle. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich weiß nicht, ob ihr da auch eine Band habt oder. Also gerade bei Bands, finde ich, merkt man solche Unterschiede halt ganz gut. Ich weiß nicht, ob man die bei Künstlern auch merkt. Dafür kenne ich mich mit Kunstwerken halt nicht so gut aus. Ich wäre dann auch so jemand, der in ein Museum geht und dann halt möglichst schnell durch, damit er wieder gehen kann. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe halt keine Kunst in der Schule gehabt. Wenn ich es interpretieren könnte irgendwie, dann wäre ich vielleicht schon ein bisschen mehr dahinter. Hier machen wir mal so ein bisschen, genau. So, einmal den weg. Einmal den weg. Einmal den weg. Und den. Wunderbar. Und dann holen wir uns die Truhe. Ja, wenn ich Kunst vielleicht in der Schule gehabt hätte, dann würde ich da auch vielleicht ein bisschen positiver dem Ganzen gegenüberstehen. Ich weiß es nicht. Wobei das auch bei vielen dafür sorgt, dass sie es nicht tun. Aber ich muss sagen, auch in Musik fand ich die Analyse von Musikstücken gar nicht mal so behindert in der Schule. Also, da gab es zwar auch viele, die gesagt haben, boah, jetzt kein Bock mehr auf klassische Musik oder so, weil die ganze Zeit analysiert, aber nee, kann ich nicht verstehen. Fand ich die Analyse meistens besser, als mir die einfach so anzuhören, weil da hat man wenigstens was mitgenommen. Wer hat da schon wieder Schaden genommen? Keine Ahnung, was das soll. So, den Zombie-Schnu, den nehmen wir einfach mal weg. Den hier können wir eigentlich auch wegnehmen, wobei ich den Skeletttypen dann noch eher erst. Wow, war das doof? Nee, das war nicht. Wieso mache ich nicht mein Schild? Ich habe mein Schild doch. Warum nutze ich es denn nicht? So, wenigstens den nochmal abgeräumt. Und ja, wir können leider eh nichts mitnehmen. Wir sind schon wieder vollkommen auf dem falschen Weg. Ich hasse das, wenn man ins Maya will, dann geht man nach oben und dann merkt man, oh, ich komme ja sowieso nur nach unten. Eine Truhe, die nehmen wir mal mit. Aber viel mehr dann auch nicht, würde ich sagen. Dann geht's, wow, rechts vermutlich weiter. Ja, so ein bisschen zurückziehen kann man sich auch manchmal. Taktischer Rückzug ist manchmal gar nicht so verkehrt. Habe ich nur Foot. Ich habe nur Footpulse, oder? Ja, geil. Das habe ich vollkommen ignoriert. Sollte man sich die Fähigkeiten vielleicht auch mal ein bisschen besser durchlesen, wer weiß. Was ich natürlich noch deaktivieren könnte, ist diese eine Rune, die wir aktuell angelegt haben, dass die Gegner schwerer werden und wir dafür mehr Geld bekommen. Die habe ich im Grunde nur angelegt, weil ich dachte, wir kriegen ansonsten nicht genügend Geld, um uns nach oben zu leveln. Wobei ich sagen muss, wenn man jetzt so einen kompletten Durchgang durchs Spiel hinkriegt, dann würde man halt schon sau viel Geld kriegen. Wir haben auch einmal jetzt gelackt bei dem Glücksspieler, das ist auch noch so eine Sache. Also wenn es beim Glücksspieler wirklich so abläuft, dass man sein komplettes Geld dann verdreifacht, wenn man gewinnt, dann ist das Spiel auf jeden Fall fair.
Da kann man da nichts sagen. Dann würde ich das auch immer machen an eurer Stelle. Es sei denn, man hat vielleicht die Aussicht auf die Brille. Dann kann man da vielleicht nochmal drüber wegsehen. So, und ich habe schon wieder die ganze Zeit mein Schild vergessen. Daran muss man einfach auch mal denken. Ja. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal so betrachtet habt, ob ihr... Also ich finde, man sollte da nicht zu einem voreiligen Schluss kommen. Vor allen Dingen gegenüber den Künstler, ja, die sich dann einspannen lassen mit ihren Werken und im Prinzip ihre Persönlichkeit als Künstler aufgeben. Finde ich nicht so krass, muss ich sagen. Und so, jetzt spammen wir mal ein bisschen unser Schild. Was immer noch nicht so gut klappt, aber gut. Wow. Das ist eben das Problem, wenn man zu viele Bilder triggert. Da habe ich jetzt wieder keinen Ausweg gesehen, deshalb einfach mal Schild aktiviert. Hallo. Wie viele will denn hier noch kommen? Das ist so ein Raum dann, der dich einfach komplett zerlegt. Das ist richtig heftig. Danke. Mein Gott. Also, wir sind immer noch nicht geschafft, ne? Das will ich damit nicht sagen, aber wir sind zumindest schon mal auf einem guten Weg, ihn zu schaffen. So, jetzt einmal hier. Könnte mal wieder so eine Fleischkeule vielleicht aufploppen. Wäre ganz nett, vielleicht, so. Nach langer Zeit. Ich meine, 815 Leben ist jetzt auch echt eine Menge. Wir heilen jetzt auch schon 122 mit einer Fleischkeule. Da hätte ich auch mal wieder mein schönes Schild aktivieren können. Oh, hier ist sogar eine richtige Truhe. Damit habe ich fast nicht gerechnet. Ja, das Schild, was auf jede Seite schützt. Immer schön entgegengesetzt halten. Das sieht am besten aus. Freut sich der Gegner dann auch besonders. Ah, das war gut, dass ich hier nochmal zurückgegangen bin. Über sowas freut man sich dann natürlich auch nochmal. So. Aber selbst 4 Schläge kriegt man rein, ohne dass man eine Phase von ihnen im Prinzip doppelt machen muss. Ja, da hab ich jetzt mal kurz... Wow. Dann manövriert man sich wieder in sowas hier rein. Und dann muss man wieder 4-mal blocken, um einmal angreifen zu können. Nee, das ist alles. Mit dem Paladin auch noch relativ schwer. Also mit einem Spellsword fühle ich mich definitiv deutlich wohler als mit allen anderen Klassen. Ich denke, das sieht man auch. Ja, das war sehr gut. Kriege ich eigentlich den einen überhaupt noch mit da? Ja, offenbar schon. Das einzige Problem ist, genau, wenn die Dinger jetzt hier rumschwirren und man dann die Guardians angreift, dann machen die natürlich und dann schleudern die uns auch immer schön zurück in die Dinger. Also eigentlich mach mal so. Das hätte man sich natürlich auch früher überlegen können. Ja, auch da gibt es immer sehr kritische Meinungen, also ich weiß nicht. Ich finde, es werden Leute für sowas eher zu schnell fertig gemacht, als dass darüber nachgedacht wird. Ach ja. Ich hab dir vertraut, Truhe. Ich hab dir wirklich vertraut. Du warst mein Freund, bis du dich als Mimik geoutet hast. Was? Okay. Das hätte ich vielleicht auch nicht unbedingt tun sollen. Ja. 80 Schaden. Ah ja, okay, noch ein Death Defy. Es ist durchaus traurig, dass man den nicht mit Spellswords mal kriegt. Jetzt spamme ich auch meinen Mana raus, weil... Obwohl, ich sollte sogar noch einen Schlag aushalten, theoretisch. Ja. So viel dazu. Obwohl, das hat kaum Schaden gemacht, aus irgendeinem Grund. Kann es sein, dass diese losen Dinger mir fast keinen Schaden mehr machen? 16? Wirklich? Das ist heftig. Das hätte ich nicht vermutet. So, das hier kann jetzt wieder eine halbe Ewigkeit dauern. Ja. So. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich weiß nicht, irgendwie thematisch ist bei mir gerade heute so ein bisschen der Hänger drin. Muss auch sagen, ich habe heute irgendwie auch nicht so den besten Tag. Manchmal, ich hatte so letztens hatte ich mal so einen richtig schönen Tag, wo ich mir gedacht habe, hey, irgendwie, du hast jetzt deine Bachelorarbeit abgegeben, alles cool und irgendwie fühlst du dich jetzt richtig gut so eigentlich. Ja, es gibt ja manchmal so Tage, da fühlt man sich einfach gut aus keinen Gründen, ja. Da hat man so das Gefühl, okay, jetzt weiß ich, was im Leben mich erwartet und jetzt kann ich alles schaffen und sowas. Und dann hast du mal wieder Tage, wo du dir denkst, ah, heute ist
Nee, bitte nicht. Und so einer ist heute bei mir. Deshalb hätte ich vielleicht auch nicht aufnehmen sollen. Ich habe gedacht, vielleicht wird durchs Aufnehmen die Laune ein bisschen besser. Ich habe auch irgendwie wieder ein bisschen Lust aufs Spiel bekommen, muss ich sagen. Wobei ich finde, dass der New Game Plus 2 Mode doch spielanspruchsvollmäßig weniger cool ist. Also, keine Ahnung. Man hat weniger gutes Feedback, wenn man Sachen gut macht, tatsächlich. Ja, ich finde, das Feedback ist einfach schwierig, weil, ja, du hast so viele Gegner und so viele Ätz-Gegner auch noch dabei, wo du auch nicht viel machen kannst, wenn die dich mal falsch erwischen. Gerade wenn so 3-4 Gegner in einem Raum sind, ist es einfach gameplay-technisch schwierig, das Beste rauszuholen. Und wenn man dann sowas macht wieder, dann kann man es eigentlich gleich aufgeben. Das war die 4. Okay. Paladin, Archmage, Barbarian Queen. Gib mir nochmal, ja, ein Spellsword. Na, Assassin, kannst vergessen, Hokage. Aber wieder ein Spellsword mit den Flammen. Irgendwie kriegt man die am häufigsten. Fragt mich nicht warum. Das scheint mir einfach so zu sein. 3, 4, 5. Und ich kann sogar nochmal 6. Jawohl. Und damit sind wir schon fast auf Max Armor. Und das wird dann im Prinzip auch das Ziel der heutigen Session sein, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Das konnten wir zwar kaufen für 1250. Ist zwar vollkommen irrelevant, aber Hauptsache die Sammlung sieht ein bisschen gefüllter aus. Warum er uns dann nur 6 von 14 Münzen abnimmt, offenbar kann er nicht halbieren, der gute Charon. Aber ich will mich mal nicht beschweren. Keine Ahnung, wie die das geskriptet haben, dass das so funktioniert. Ach ja, da bin ich schon wieder und habe gemerkt, dass wir hier in einer sehr ungünstigen Position gesaved haben. Ach ja, wir haben ja die Flammen. Wieso habe ich die nicht mal aktiviert? Wollte ich die aktivieren? Habe ich es nur vergessen? Scheint so. Komm mal näher und dann kriegen wir dich auch, genau. Eigentlich hätten wir dich gekriegt, wenn ich nicht doof gespielt hätte. Ja, aber ja, guckt euch den Spellsword an. Ich meine, wir machen unglaublichen magischen Schaden, obwohl wir magischen Schaden sogar noch nicht mal abgelevelt haben. Das ist so heftig. Und darüber hinaus, das Leben ist ungefähr, naja, ist ein bisschen schlechter als beim Paladin. Aber auch nicht viel schlechter, ja. Also, wenn die vielleicht so viel Leben hätten wie ein Drache, ja, dann könnte ich es verstehen, dass man die so einbaut, wie sie sind. Aber so sind sie einfach wirklich overpowered. Muss man ganz klar sagen. Hyperions Ring ist eine super Sache für dieses Mal. Ein Death Defy, der lohnt sich mit Spellswords echt sehr. Und wir kriegen irgendwie aus den silbernen Truhen, habe ich das Gefühl, gar nicht mal mehr Geld raus als aus den normalen. Komischerweise. Naja. Ist dann nun mal so. Ja, okay. Also so viel magischen Schaden machen wir dann auch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall 4 Treffer gegen die Gegner hier im Maya, wenn ich das so richtig gesehen habe. Oh. Jetzt lasse ich mich wieder zu häufig treffen. Und hab nur noch 360 Leben. Ja, also wir müssen gleich mal magischen Schaden mit dem nächsten Geldaufwasch mitnehmen, schätze ich mal. Damit wir mit Spellswords auch wieder mehr reißen können. Eigentlich hätte es sich fast sogar gelohnt, nur auf magischen Schaden zu gehen. Dann hätten wir zumindest, wenn wir mal ein Spellsword kriegen, auch deutlich größere Chancen gehabt. Ach, komm schon. Ja, ich hab's ja eben angesprochen. Es ist... Es ist... Keine Ahnung. Wenn mal was nicht läuft, dann aber auch richtig. Ja, das ist... Ich hasse sowas. Sowas muss man eigentlich... Also, ich finde es erstaunlich, wenn man sowas differenzierter betrachten kann. Und, das fehlt mir aktuell noch so. Das ist noch so eine menschliche Eigenschaft, die... Die würde ich ganz gerne entwickeln. Aber ich krieg's nicht auf die Reihe. Ich weiß es nicht. Es ist... Ja. Vielleicht im Grunde genommen... Also... Ich kann es vielleicht so ein bisschen vom Tischtennis eingrenzen und sagen, je älter man ist, desto eher funktioniert das. Und ich glaube, so im Großen und Ganzen stimmt das sogar. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem schwierig. Also ja, es sind halt Sachen, das ist halt das Krasse, du kannst sowas nicht lernen. Ja, das, sowas hast du entweder oder du hast es nicht oder du musst es dir... Was mache ich denn hier? So, einmal hier, zack, zack, zack. Mehr Mimicrunchs. Wow, wie viel Treffer hält er bitte aus? Krass, okay. Spellswords sind dann wohl doch gar nicht mal so gut, wie ich dachte. Zumindest haben wir wieder relativ viel Leben wieder bekommen.
Ja, wer kämpft denn bitte hier oben? Das erzähl mir mal, wer sich denkt, hey, so viele Gegner, oh, da gehe ich doch erstmal auf die Plattform nach oben. Das geht bestimmt leichter, garantiert. Naja, nein, okay, sowas hasse ich natürlich auch noch. Die hat jetzt zum Beispiel... Ey. Wenn ich jetzt noch gestorben wäre, das wäre die Höhe gewesen. Also das hätte mir dann den Schlussstrich gegeben hier, also das, nee. Na? Sollen wir es wagen oder sollen wir noch warten? Im Grunde genommen ist es schade, wenn man es nicht mitnimmt. Ja, also dementsprechend... Okay, das ist ungünstig hier. Weil hier kann ich auch sehr schlecht nur ausweichen. Ja, hier kann ich im Prinzip gar nicht ausweichen. Ja, okay. Ja, und das war auch klar. Aber wir haben noch den Death Defy. Den hätte ich vielleicht nicht so easy verspielen sollen. Ja, und natürlich lebt das jetzt wieder mit vollem Leben. Aber da müssen wir durch. Da müssen wir durch. Da können wir nichts machen. Ja, zumindest nur einmal Schaden genommen. Und jetzt würde ich sagen, da wir nicht mehr so viel Aussicht darauf haben, dass der Run jetzt lange dauern wird, nehmen wir mal den Spieler mit. Nothing. Oh mein Gott, ja. Zumindest haben wir es einmal an der richtigen Stelle richtig gehabt. Das war auch wichtig. Und damit können wir ganz zufrieden sein, denke ich. So, jetzt gehen wir nochmal zurück, holen uns hier nochmal die Fleischkeule, einmal den Death Defy überwunden. Auch wenn es wahrscheinlich eher nachteilig ist. Oh mein Gott. Ja. Keine Ahnung, irgendwie, ich spiele dann gerade auch schlechter. Ich denke, wir machen auch gleich Schluss. Das macht keinen Sinn. Trenn es. Doch bitte. Aber es geht nicht. Keine Ahnung. Ja, manchmal hat man einfach so Tage, da funktioniert nichts. Muss man mit leben können. Aber interessant, dass wir jetzt nicht gestorben sind. Also ich dachte, wir haben jetzt schon so oft Schaden genommen, so langsam. Müsste mal der Punkt erreicht sein, wo wir tatsächlich drauf gehen. Aber nee, passiert einfach nicht. Auch wenn ich jetzt da wieder beinahe gegengesprungen wäre. Die Dinger sind auch übrigens schneller geworden, falls man das nicht erkennen kann. Aus spielerischer Erfahrung würde ich das definitiv so bestätigen. So, was haben wir hier noch? Nichts, einen leeren Raum. Die sind natürlich immer toll. Lass mich raten. Na, okay, das geht noch. Sogar nichts weiter, nur das. Ist ja fast schon traurig. Auch wenn ich da nicht hätte mein gesamtes Mana verspielen sollen. Ich wollte eigentlich hier noch ein bisschen... Okay, nochmal. Na gut, vielleicht jetzt. Nichts, ja, danke. Wow, du warst mir eine sehr große Hilfe, mein Freund. Zweimal 25% abgezogen. Was nicht 50% meines Geldes sind, möchte ich an dieser Stelle nur mal einwerfen, weil da noch so eine Art Zinseszins mit reinspielt. Den Raum haben wir doch von der anderen Seite schon mal angegangen. Und das wird jetzt eklig, den ohne Schaden zu nehmen. Wir könnten natürlich auch voll cool sein und unser Mana so ein bisschen refreshen. Und ihn jetzt töten. Nein, aber wir haben den Raum gecleared zumindest. Vielleicht eiern wir uns noch durch und können das Mana noch clearen. Mana, genau. Nicht mein Tag und so. Ja, ja, wir haben es verstanden. Insbesondere, wenn ich jetzt hier ran schon wieder fast sterbe. Aber hier links gibt es doch dann bestimmt nochmal so ein Vieh. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Aber hier wird noch einer kommen. Da gehe ich doch schwer von aus. Nee, doch nicht. Okay. Aber der Raum sieht auch nicht so cool aus. Nee. Wie machen? Jetzt geht er zurück. Interessant. Ja, so gefällt mir das schon besser. Wenn der mich nicht einkesselt... Ja, der soll da... Nein, ruhig hinten bleiben, wollte ich sagen. Schade. Ja, okay. Ich denke, das ist ein Punkt, an dem sollte man aufhören. Obwohl, ja, egal. Nee, also ist ein schöner Spellsword. No.
Axt oder Chakram? Axt oder Chakram? Wir entscheiden nach den anderen Fähigkeiten. Nostalgic, you can see in 3D. Endomorph, Tunnel Vision. Wir nehmen den Endomorphen, würde ich sagen. Ist im Prinzip die bessere Wahl. Vielleicht ist die Axt doch ein bisschen besser als das Chakram. Keine Ahnung, vielleicht habe ich da falsche Sachen gemacht. So, jedenfalls haben wir hier dann fast das Armor voll gemacht. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um Magic Damage, sobald wir das Armor voll haben, weil dann haben wir zumindest mal ein bisschen Basis, auf der wir spielen können. Ich hoffe, die Session hat euch heute trotzdem gefallen. Ich hoffe, man hat es nicht so ganz gemerkt, dass heute nicht so mein Tag war, aber gut. Keine Ahnung, ist nicht so schlimm. Hat man mal und wird auch wieder. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.